Schwere Sorgen habe ich mir gegen Ende der letzten Folge gemacht. Herzlich willkommen bei Hard West. Dass der harte Westen, den Christian in seine Seele beschädigt hätte. Ich habe ihn weggeschickt Ende der letzten Folge. Erstmal zur Beichte, weil er hatte Dinge gesagt über den christlichen Glauben. Ich glaube, solche Satanistenspiele wie dieses Spiel hier, das so eine Mischung ist von XCOM und irgendwelchen dämonischen, satanischen Kulten, das ist nicht gut für sein Seelenheil. Er ist immer noch nicht zurückgekehrt, Christian. Keine Ahnung, wo er bleibt. Vielleicht ist er in das Taufbecken gefallen. Oh, hallo? Achso. Hallo, ich habe ein bisschen mit Weihwasser gegurgelt eben vor deinen Ohren. Hast du gehört, ja? Und jetzt mit Weihwasser gegurgelt? Mhm. War das nächste Sakrileg? Ich glaube, es wird nicht besser, wenn ich dich hier wieder zurückschicke in den Beichtstuhl. Lass uns einfach weiterspielen und so tun, als ob hier diese furchtbaren Verhöhnungen der von Mutterkirche nicht stattfinden. Also du möchtest eine Gebetsspende machen. Hast du auch dringend nötig, ehrlich gesagt. Ja, genau. $25, die erübrigen wir mal. Wir bekommen bestimmt ein schönes... Würde die Spende unglaubliche Kräfte verleihen? Wer konnte das schon wissen? Oh, Warren ist jetzt von der gesegneten Sicht betroffen. Na also. Von der Gicht betroffen? Nein, von der gesegneten Sicht betroffen. Wollen wir uns das mal anschauen gehen? Mhm. Gott war vielleicht gerade auf... Also es ist derselbe Text wie eben. Wir könnten nochmal spenden. Wahrscheinlich kann man da einen Zufallsbuff kaufen. Man kann da immer und immer wieder beten gehen. Also irgendwann reicht's auch. Mhm. Und mal schauen, was das hier ist. Die gesegnete Sicht. +12 Sicht. Wow. Ui. Der kann ja aber verdammt weit blicken. Das war cool. Mhm. Das ist aber richtig cool. Darum kümmern wir uns vor dem nächsten Kampf. Wir haben auch neue Karten mittlerweile bekommen. Wann ist endlich der nächste Kampf? Ich würde es ja gerne mit diesem mexikanischen Banditenfürsten aufnehmen. Ich renne mal zur Kreuzigung. Der uns hier schon die ganze Zeit Steuern ab... Wo ist der überhaupt? Er zwackt uns Steuern ab beim Goldschürfen. Manche erzählten sich, dass man kurz vor Sonnenaufgang so etwas wie Elektrizität auf der festgetretenen Erde der Kreuzung spüren könne. Dieses Gefühl, dass sich einem die Haare aufrichten und einem ein Schauer über den Rücken fährt. Manche schworen, sie hätten hier einen Mann getroffen. Gut gekleidet und sehr beredsam, der ihnen ein verlockendes Angebot machte. Er bot dir Macht als Gegenleistung für ein kleines Stück von dir selbst. Das ist doch eine Falle, der will doch unsere Seele. Ja, im Sonderangebot. Weg damit. Ich möchte es annehmen. Ja, dann nimm's an. Du möchtest das ablehnen? Ich werde es abgelehnt. Ich bin so neugierig. Macht. Würdest du alleine für Neugier deine Seele verkaufen? Das ist der Unterschied zwischen uns. Du bist goldgeil und ich bin wissens- und machtgeil. Ja, dann nimm's an, komm. Du fühltest dich mächtig, aber innerlich mehr als nur ein wenig leer. Du drehtest dich um den Mann zu fragen, ob das normal sei. Doch er war verschwunden. Wir sind jetzt von Verdammnis betroffen und erhalten zwei neue Karten. Warren, die Karten waren ganz toll. Wir erinnern uns, eine Karte hat uns diesen tollen Abpraller... Oh, Querschlägerschuss spendiert. Verdammt, vom Teufel persönlich. -10 maximales Glück auf 90 limitiert. Ui. Ist aber schlecht. Ich ärgere mich über mich selbst. Warum habe ich dir nachgegeben? Es war eine Schnapsidee. Ich wusste es. Das ist jetzt gut. Wir haben zwei tolle Karten bekommen. Zwei coole Karten? Ja, wir haben Karten bekommen. Ob die jetzt cool sind, weiß ich nicht, aber wir können auf jeden Fall Karten verteilen. Du kannst verdammt froh sein, dass ich meinen Willen durchsetze und nicht immer auf dich höre. Ja, Karo König, Kreuzkönig, Fähigkeit Terror, Gegner in der Nähe geraten in Panik. Haben wir schon verteilt. Wenn ein Porträt oben aufleuchtet, dann hat die schon jemand. Haben wir neue. Das machen wir auch beim nächsten Kampf dann. Vom nächsten Kampf, okay. Rennen wir weiter. Zum Obstgarten, ein neuer Ort. Das klingt nicht, als würden sich dort mexikanische Banditen verstecken. Vielleicht können wir uns da ein bisschen am Apfel der Erkenntnis knabbern. Die Augen des Mannes, der blinde Mann, waren mit grobem Zwirn zugenäht worden. Er saß völlig regungslos da, seine Waffe im Halfter, seine Sachen auf dem Boden in deiner Nähe. Minutenlang machte er nicht das geringste Geräusch. Dann sog er einmal tief Luft ein. Du hättest ja seine Sachen schnappen und einfach weglaufen können, aber da war immer noch diese Pistole. Der könnte noch auf uns schießen, wenn wir ihn beklauen. Sachen schnappen und weglaufen, oder? Freundlich Hallo sagen. Respektvoll sogar. Mhm, das machen wir doch. Guten Tag, grüß Gott. Mit einem Nicken segnete er dich. Das heißt, es hat gar nichts gebracht. Du
wir sind bestimmt wieder... Keine Karten, kein nichts, das wird hier unten angezeigt werden. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Wo ist der nächste Ort, zu dem wir hinflitzen können? Kannst du eigentlich mit dem Mausrad rein und rauszoomen? Das ist nee, leider nicht. Ja. Ich habe das schon verzweifelt versucht die ganze Zeit. Sag mal, wir haben ja gar nicht mehr so viele Orte. Nee. Kaum noch neue. Da muss man wohl oder übel irgendwo hinlaufen. Wo wir schon waren und dort nach Sachen schürfen, nach denen wir schon geschürft haben. Ja, dann machen wir das doch. Wohin würdest du gerne? Ich würde mal die bei uns in der Nähe der Ranch abarbeiten. Wer weiß, ob den hässlichen Graben zum Beispiel oder Forts Schacht. Ich renne mal zum hässlichen Graben. Du sagst immer rennen, aber in Wirklichkeit reiten wir doch. Wir sind doch Cowboys. Wir gleiten. Ich glaube, unser... Ach so, wir können nur ein hartes Gestein ab... Ah, das können wir noch nicht. Da waren wir noch nicht. Hier. Dann Forts Schacht oder die feuchte Mine. Gucken, was wir da können. Wir haben keine 100. Wir können nur die tieferen Goldvorkommen. Die können wir. Dafür sind wir auch mittlerweile ganz gut ausgestattet. Bis auf die Steuern, die wir an den mexikanischen Warlord zahlen müssen. Also dieses Spiel schürt negative Vorurteile gegenüber Mexikanern. Kosten der Goldsuche 40. Der hat seine Steuern auf 40% erhöht. Wir haben ein Gesamteinkommen von 104 immerhin, weil der Ertrag so hoch war, $200. Also fast die Hälfte hat er uns weggenommen, aber trotzdem hat es sich gelohnt. Frechheit. Was ist denn da passiert? Florence ist weg. Ihr erkannte zu spät, dass euer Gold den Mexikaner mächtig gemacht hatte. Er verlangte immer mehr von eurem Gewinn und ihr konntet kaum etwas dagegen tun. Die stolze, tapfere Florence wollte mit dem Verbrecher verhandeln, an seine guten Seiten appellieren. Da sie wusste, du würdest es nie erlauben, ging sie heimlich fort und hinterließ dir einen Brief. Florence, was hast du getan? Aha. Ich bin sehr gespannt, was da drin steht. Bin kurz weg beim Mexikaner. Wartet nicht mit dem Essen auf mich. Der Mexikaner hatte keine guten Seiten. Florence kehrte nicht zurück. Auf, wir müssen sie befreien gehen. Die mexikanische Stadt wurde jetzt verfügbar und anscheinend ein weiterer Handelsposten. Nein, da stand Handelsposten verfügbar, aber ich sehe nur diesen einen hier. Komisch. Da stand gerade Handelsposten wurde verfügbar, aber den hatten wir doch schon. Den hatten wir schon mal. Weiter links unten ist, glaube ich, mehr. Also da ist noch ein Handelsposten irgendwo. Stadt. Hier, Stadt. Gelände. Das ist neu, ne? Stadt ist neu. Da steigt auch so ein weißer Rauch drauf aus. Oh, das heißt, ein neuer Papst wurde gewählt. Ja, aber wir müssen erstmal den Papst Florence befreien gehen hier in der mexikanischen Stadt. Bin ich sehr dafür, das machen wir. Endlich mal Kampf. Wir sind gut ausgerüstet. Endlich mal Rettung. Endlich können wir all die Sünden, die du begangen hast und deine gotteslästerlichen Sprüche, die können wir jetzt ein bisschen ausgleichen, für ein bisschen besseres Karma sorgen. Dort wurde Florence festgehalten und wir zogen los, sie zu retten. Ja. Bist du bereit? Karten verteilen müssen wir noch. Oh, wo ist denn Florence? Die kämpft ja gar nicht mit uns mit. Oh. Ja, nee, die hat sich entführen lassen vom Mexikaner. Das ist aber ganz, ganz bitter. Hätten wir ihr... Na, sie hat ja Gott sei Dank keine Sachen, die wir nicht auch schon hätten in unserem Equipment. Guck mal, die tödliche Taschenpistole. Ja, die ist jetzt im Inventar, die hast du gerade angewählt. Die hat die zurückgelassen. Ja, ist doch toll. Warum hat sie die nicht mitgenommen? Die hat alle ihre Sachen zurückgelassen. Das finde ich ganz fair vom Spiel, dass verschwundene Charaktere, die mal kurz weg sind, dass die dann nicht ihr Equipment mitnehmen. Genau. So, wir verteilen noch Karten und dann können wir. Ja, also, was haben wir denn alles hier? Wir haben hier eine Kreuz 10, Fähigkeit Vergeltung, passiv, überlebe einen tödlichen Schuss. Wenn du deinen Mörder umbringen kannst, kommst du durch. Wenn nicht, stirbst du. Ja, dann rein damit. Nehmen wir mit. Dauervorteil 5 beim Zielen. Ich wüsste gerne, woran man merkt, wenn man hier eine Reihe hat, wahrscheinlich am Motiv, das da drauf ist, ne? Entweder am Motiv oder es muss wirklich eben wie eine richtige Pokerhand ergeben. Da hat einer von uns beiden Experten. Das hier ist die Fähigkeit, eine aktive Fähigkeit ausweichen, wenn man eine Chance, ne? Eine bessere Verteidigung. Aber ist doch egal. Gibt's ja einfach irgendjemanden, genau. Was haben wir da? Ohren wie ein Luchs. Guck mal, der hier hat +4 Sicht, der hat dann noch eine bessere Sicht hier. Der ist dann der Obersichtige. Genau. Ohren wie ein Luchs stand dabei, Herzbube. Der immer mehr Verteidigungswerte. So, dann haben wir sie alle verteilt. Ich guck mal, wenn wir hier eine Reihe voll machen, was da passiert. Nichts. Ach, guck mal, doch. Schau mal, diese rechts, die Kartenhand. Zwei Paare. Blattbonus +10 Verteidigung. Aha. Gut. Da muss man wirklich eine Pokerhand reinlegen, damit das irgendwie dann... Gut, dass ich mich mit Poker so gar nicht auskenne. Ja. Ich weiß immerhin, wie man Poker schreibt. P-O-C-K-E-N. E-R. Das ist aber schon mal alles, was ich weiß. Ja, dann gehen wir dem, da hat der die bessere Sicht. Das ist ja doof. Der hat beides hier +4 Sicht, aber ist dann halt so. Ist dann halt so, genau.
und wieder raus. Aber immerhin haben wir jetzt kapiert, wie das Kombosystem funktioniert. Auf zum Kampf. Mhm. Die arme Florence, eingesperrt. Wir müssen sie befreien und Vergeltung üben. Hoffentlich finden wir ihren Kopf nicht auch in der Kiste wie den Kopf von Mutter. Nein, nein, ich will, dass Florence unbedingt dabei bleibt. Allein schon wegen ihrer schicken kleinen Taschenpistole. Die haben wir ja sowieso. Warum bist du so versessen? Ich bin immer für große, schwere Artillerie, nicht für kleine. Telefonzellen, Schießereipistölchen. Na gut. So, jetzt kam aber auch das zum Zug, was wir euch noch zeigen wollten, nämlich der Vorbereitungsmodus. Hardwest hat so einen ähnlichen Modus wie XCOM, dass wir nicht sofort ins Gefecht rasseln und klappern, sondern wir fangen erstmal sozusagen versteckt, getarnt und unauffällig an. Noch haben wir den Kampf nicht eröffnet. Und hier ist Florence in ihrem kleinen Gefängnis. Wir können nur durch dieses kleine Fensterchen mit ihr reden und hier durch. Ja, und wir müssen irgendwie da rein. Und den Zellenschlüssel, der ist irgendwo hier anders und der ist wahrscheinlich da, wo das Handsymbol ist, ganz genau. In den Raum müssen wir reinrennen. Und auf dem Weg dahin kommt jetzt erstmals das Feature der Bedrohlichkeit ins Spiel. Das sind diese kleinen Totenschellen-Symbole an unseren beiden Charakteren. Und die haben ja unterschiedlich viel. Warren gilt als etwas gefährlicher. Und je gefährlicher einer ist, je bedrohlicher, desto weiter ist der gelbe Bereich hier. Und wenn jemand halt in den Bereich, ein Feind in diesen Bereich reinkommt oder wir ziehen in dessen Nähe, sodass sich das überlappt, dann wird er auf uns aufmerksam und der Kampf beginnt. Nee, der gelbe Bereich ist einfach unser Laufbereich. Und die Feinde müssten gelbe Sichtkegel haben, sagt das Programm. Sie behelligen dich nicht, bis du angreifst oder ihren Sichtkegel betrittst. Kannst du an diesem Feind irgendwo einen Sichtkegel sehen, wenn du den anklickst? Nee, das Gelbe ist, glaube ich, der Bedrohlichkeitslevel. Nee, das Gelbe ist unser Bewegungsbereich. Schau doch mal den Trick. Ach, die Größe des Kegels, du hast völlig recht, die Größe des Sichtkegels hängt von der Bedrohlichkeit deines Charakters ab. Du hast absolut recht, ich habe es falsch erklärt, stimmt. Kannst du den Gegner da oben anklicken und dann vielleicht seinen Sichtkegel? Ja, der guckt nach vorne. Also von ihm aus gesehen ist ja auch ziemlich klar. Ach so, ich sehe einen sehr, sehr kleinen Sichtkegel bei ihm nur. Das heißt, wir nähern uns dem von hinten. Mhm. Und können ihn dann vielleicht... Wir lassen Hände hoch. Genau. Kann natürlich sein, dass hier irgendwo ein Feind noch versteckt ist. Weißt du was, ich schicke mal einen der beiden Herrschaften. Mhm. Vielleicht den hier, den schicke ich hier mal rein. Genau, sehr gut. Hier direkt neben die Tür. Guck mal, ob hier drin in dem Haus irgendwas drin ist. Nein, ist es nicht. Dann schnappen wir uns den anderen auch und wir sollten ihn in der Nähe lassen, oder? Ja, wir bleiben zusammen natürlich. Ja. Vater und Sohn bleiben zusammen. Oh, wir können hier auch eine Etage hochklettern. Ja, das ist ja schön. Das finde ich interessant. Mehrere Stockwerke finde ich gut. Vielleicht gibt es da irgendwas zu entdecken, oder? Ja, dann geh doch mal hoch. Und? Kommen wir hier hoch? Achso, so kommen wir hoch. Ach, jetzt bin ich eine Etage drüber. Ja, bist du drei Etagen drüber. Genau. Jetzt können wir gucken, ob es da irgendwas gibt, was interessant wäre. Nur zwei Fässer, aber vielleicht wäre dieser Balkon als Feuerposition ganz gut geeignet. Falls wir feuern wollen, wir können ja versuchen, so reinzukommen. Mhm. Lass uns mal versuchen, durch hier ein bisschen Schleichspiel zu machen und in den Stealth-Modus zu schalten. Weißt du was? Wenn es ja recht ist, ich packe mir mal den jungen Mann und lauf mit dem erstmal. Ist die Wache hier weggegangen? Wo ist die Wache denn hin? Die Wache ist weg. Ach, die ist außerhalb, die können wir nicht mehr sehen. Wir sind zu weit weggelaufen. Ach, natürlich, wir stehen jetzt innerhalb der Tür. Dann geh doch nochmal nach draußen. Ich lauf mal hier hin mit dem. Jetzt sehen wir den wieder. Mhm. Und den Papa, den lasse ich, damit uns keiner... Genau, den schicke ich meinetwegen hier hin. Na, noch gehen wir auch... Guck mal, er geht noch gar nicht in Deckung. Er bleibt einfach neben dem Mäuerchen stehen. Mhm. Weil jemand, der nicht im Kampf ist und sich hinter so ein Mäuerchen kauert, der würde ja Aufmerksamkeit erregen. Das heißt, wir laufen erstmal so ganz normal hier hin. Können wir vielleicht hinter denen laufen und sagen... Genau. Hm, Kollege, Hände hoch. Wie sieht's aus? Und hier steht eine 3 darüber. Die Zahl 3 bedeutet normalerweise... Seine Trefferpunkte. Nee, das heißt, 3 heißt, 3 Runden dauert es, bis der in den Kampf eingreifen würde. Behaupte ich jetzt mal. Ich hoffe, das stimmt. Nee, hier Nein, steht das sind seine Trefferpunkte. Du hast völlig recht. Du erzählst Käse. Ich erzähle ja wieder Gerüchte. Aber eins stimmt wenigstens. Ich klicke hier auf Überwältigen. Nein, selbst das klappt nicht. Ja, weil er keine Bewegungspunkte mehr hat. Das ist echt bitter. Ich bin ja echt ein Klotz am Bein für dich. Dann mach doch mal nächste Runde und dann könnten wir ihn vielleicht überwältigen. Er sieht uns ja noch nicht. Er steht ja übrigens. Welche Wache bewachten eigentlich ein Tor, indem sie dem Tor den Rücken zudreht? Das ist echt sehr seltsam. Jetzt aber der One. Guck mal, jetzt überwältigen. Jetzt sagen wir...
Jetzt wählen wir den Gegner aus. Kollege. Genau, und der ist dann vier Runden lang, steht in diesem winzig, winzig kleinen Text, vier Runden lang überwältigt. Und das basiert auf der Bedrohlichkeit des Charakters, also wie viele Runden es sind. Ach so, weil Warren viermal bewegt. Ah ja, sehr gut. Und hier könnten wir hin und her switchen, falls es mehrere Leute gäbe, die wir... Aber es ist ja nur einer da. Nee, wir überwältigen nur den. Haut er ihm dann die Pistole direkt ins Kreuz oder sagt er Hände? Ach, er sagt Hände hoch. Ach, wie süß. Einfach nur Hände hoch, der hebt die Hände. Und keiner der anderen Leute, die da drin steht, findet das irgendwie komisch, dass er einer steht und die Hände hochhebt. Die sehen den anderen nicht. Hier sind so, jetzt könnten wir, könnten wir vielleicht mit Fatih nach drinnen schleichen und den Zellenschlüssel holen. Ja, ja. Das ist eine hervorragende Idee. Dann wetzen wir mit Fatih. Ja, rennen wir einfach an dem vorbei, hier hin. Der kann uns ja jetzt, der dürfte sich ja jetzt über nichts wundern. Nö. Nächster Zug, wir sind schon wieder dran. Renne ich mit Fatih? Oh, hier oben sieht man auch Leute. In der ersten Etage. Nee, das ist das Erdgeschoss. Den müssen wir irgendwie ausschalten gleich. Ja, du kannst ja einfach, lauf doch einfach außerhalb seines Sichtkegels in Richtung Tür. Hier hin? Ja, genau. Siehst du den Sichtkegel? Ich sehe im Skype deren Sichtkegel so schlecht angezeigt. Ja, ich sehe ihn auch nicht so gut. Also... Hier können wir noch... Ach, der macht gar nichts. Der klickt ja mal auf eine Runde weiter. Wir sind entdeckt worden. Ark, hat er gesagt. Ja. Wo sind wir haben entdeckt uns alle worden? Entdeckt? Ja, ich weiß nicht. Nee, ich glaube nicht. Also 3 und 4 heißt? Ach, jetzt, guck mal, da steht die kleine 2, siehst du? Das daneben, heißt, so viele Runden ist er noch überwältigt. Genau. Das heißt, ich schnappe mir jetzt den hier und klicke nochmal auf Überwältigen. Dann müsste aus dieser kleinen 2 eine 5 oder 6 werden. Mal gucken. Oder zumindest wieder eine 4. Eine 6. Ah ja. Das war also der Überwältigen-Faktor. Und hier sind wir entdeckt worden. Ja, was tun? Wir gehen hier rein. Meine Frage wäre trotzdem nochmal, kannst du den Gegner, der schon über, oder einen freien stehenden Gegner wie den da im Hof einfach mal anklicken, um zu schauen, ob wir da seinen Sichtkegel direkt konkret angezeigt bekommen? Ja, hier, bei dem. Ja, okay. Also ich klicke nicht an, ich halte einfach nur die Maus vor. Ah ja, okay. Du musst einen eigenen Charakter angewählt haben, genau. Genau. Sollen wir direkt reinstürmen? Wir laufen in die Tür rein, dann dreht er uns hoffentlich noch den Rücken zu und wir können ihn überwältigen. Dann laufe ich hier hin. Genau. Wenn wir zu dicht an den rangehen, dann gibt es eine, wir haben mittlerweile ein bisschen gegoogelt, also sowas wie ein Overwatch-Modus, den wir in den letzten Folgen sehnlichst vermisst hatten, dass man also in Deckung gehen kann und wenn ein Gegner in den eigenen Sichtbereich reinläuft, dann feuert man automatisch. Sowas wie es bei XCOM halt gibt, das gibt es hier nicht, aber es gibt einen, ich glaube, das heißt Reaction Shot, einen Reaktionsschuss. Das heißt, wenn man, es kann halt passieren, dass die Gegner automatisch auf einen ballern. Genau. Ich renne mal hier hin. Ja, noch rennst du nicht. Er ist eingeschüchtert. Ah, das ist der Terror, den wir auslösen. Das ist diese eine Karte. Probier mal überwältigen. Ach, es ist Cheech. Entschuldigung, den kennen wir doch. Echt? Ja, da stand eben, das wäre Cheech. Der gute Cheech. Das ist doch unser Freund und Mitstreiter aus der letzten... Mist, ich bin entsetzt. Und jetzt auf der falschen Seite? Aber der war ja auch auf Seiten der Mexikaner. Stimmt, das war doch. Der ist aber nur 2 Runden lang überwältigt. Jetzt holen wir uns erstmal hier den Zellenschlüssel. Vielleicht können wir sie dann befreien. Sperr die Wächter im Haus ein. Wie soll das denn gehen? Können wir die irgendwie, können wir denen sagen, Marsch ab in das Zimmer? Das sind wahrscheinlich diese beiden Orte hier, wo diese kleine graue Hand ist. Da können wir das Haupthaus zuschließen. Und das machen wir. Ja, okay. Ich befürchte, es gibt. Genau, weil das System hier basiert ja auch nicht auf Erfahrungspunkten. Das würde das Abknallen eventuell noch motivieren. Ja, was soll man denn mit dem hier? Den lassen wir einfach stehen. Also er kann nichts mehr machen. Und bei ihm hier machen wir nochmal überwältigen. Obwohl, der ist ja schon 6 Runden. Wenn wir weglaufen, bleibt der überwältigt? Ich glaube, der bleibt. Ich mache das nochmal eine Runde hier. Damit er so richtig schön lange überwältigt ist. Und jetzt gucken wir mal in der nächsten Runde. Bei dem hier. Der greift dich gleich an. In einer Runde. Vielleicht müssen wir den auch nochmal überwältigen. Cheech, wähle einen Gegner, den du 3 Runden lang überwältigst. Aber wir gehen erstmal ein Stückchen näher an den Rand, ne? Guck mal, wie siehst du jetzt den gelben Überwältigungskreis um uns rum? Das ist die Reichweite, in der wir das können. Ja, dann lass uns doch... Da müssen wir gar nicht näher rangehen. Weil wenn du jetzt näher rangehst, verbreitst du wieder einen Zug. Dann hierhin, ne? Nee, nicht laufen. Du musst ihn jetzt überwältigen, sonst greift er an.
Wenn du jetzt läufst, ist der Zug für ihn vorbei. Genau. Jetzt ist er aber wieder bei 3. Das ist doch 3 Runden. Und der hier ist bei 6. Jetzt, dann machen wir diese Aktion mit dem Befreien mit dem hier. Weil der hat hier den länger eingeschüchtert, ne? Pass nur auf, wenn du jetzt direkt auf diese andere Wache zuläufst, du musst um die andere rumlaufen. Das heißt hierhin vielleicht. Und dann hier den Gang entlang. Ja, genau. Dann die beiden Tore hier. Mhm. Okay. Und die regeln wir heimlich zu. Keiner hat das gemerkt. Wenn wir einmal hierhin. Ich habe das Gefühl, wir haben schon wieder keinen einzigen Schuss abgefeuert. Wir haben immer gesagt, noch nicht. Flossen hoch. Ich erinnere das ein bisschen an Crooks, erinnerst du dich? Ja, oder an Commandos, nur eben rundenbasiert. Aber eigentlich ist es ganz schön. Jetzt der Papa dran, ich finde, der sollte da stehen bleiben. Sicher. Und nochmal überwältigen, genau. Immer schön überwältigen. Cheech, wir wollen dich nicht erschießen müssen. Du bist doch eigentlich ein feiner Kerl. Und was hat der hier für, wie viel Runden? Der greift in 5 an, der bleibt hier die ganze Zeit stehen, während wir von ihm weglaufen. Naja. Aber das schaffen wir in 5 Runden, da die Türen zuzuriegeln. Notfalls geht Papa raus und macht das nochmal. Guck mal, eigentlich bis hierhin, ne? Auch durch Rennen nicht. Wir können nur bis hierhin laufen. Genau. Machen wir trotzdem. Und jetzt sehen wir hier 3 Wachen. Innen drin. Ne, 2. Da ist einer, den sehen wir auch. Mhm. Hier ist einer. Ein roter. Und eben die vorne am Tor. Es sind auf jeden Fall mehrere. Papa mal nochmal überwältigen. Genau. Und Sohnemann. Geht jetzt nach vorne. Ist jetzt schon wieder die nächste Runde angebrochen. Hierhin. Das darf man immer nicht vergessen, dass das eine Runde weitergeht, wenn Vater und Sohn etwas getan haben. Haben wir noch Aktionspunkte, da drauf zu klicken? Leider wohl nicht. Leider wohl nicht. Das dauert einen Moment. Papa macht nochmal überwältigen, bitte. Ich würde sagen, Papa geht dann auch gleich mal raus und überwältigt ihn am Tor nochmal. Nicht, dass der dann... Oh Gott. Ja, aber das schafft er nicht in einer Runde. Der hat in 3 Runden. Es gibt gleich eine Ballerei. Aber ich will wenigstens vorher das Tor zugemacht haben, dass die nicht raus können. Also, wir schließen hier mal ab. Ja. Oh. Kann er nicht. Doch, das muss doch gehen. Jetzt mit Rechtsklick ging es. Ah ja, Rechtsklick. Und dasselbe, dass das gleich eine ganze Runde dauert, ist natürlich echt... Das schaffen wir mal nicht in einer Runde. Auch das andere müssen erst direkt zuerst zurück zum Tor und den nochmal einen überwältigen. Okay, schaffen wir das wenigstens. Dann zurück zum Tor und zwar direkt durch den Hof. Genau. Gegner ist dran, nochmal überwältigen. Ist ja eigentlich besteht das nur aus bedrohlich gucken und mit der Waffe wedeln, oder? Genau. Hier hinrennen. Mhm. In letzter Sekunde. In letzter Sekunde. Ich hoffe nur, dass wir da auch Sichtlinie zu dem haben und den überwältigen können. Ja, der steht ja gleich. Oh, greift gleich an. Ja, aber noch eine Runde. Komm, überwältige ihn. Überwältigen? Ich will ihn gerne schon mal ein bisschen näher hier zum... der hat ja eine 2. Wir können ihn ja schon mal ein bisschen weiter wegstellen. Ja. Vielleicht hierhin. Genau, kann er in den Kampf eingreifen hier. Da kann er durch die Fenster ballern. Genau. Mhm. Ja? Und er kann von da aus auch Cheech überwältigen. Mhm. Ich will nicht mit Cheech kämpfen müssen. Cheech hat uns doch so schön... Und in letzter Sekunde überwältigen wir den jetzt hier. Ah, bevor der auf dumme Gedanken gekommen wäre, genau. Und wenn wir das gemacht haben, dann wetzen wir mit dem wieder rüber... Genau, und machen das Haupttor zu. Machen das Haupttor zu und dann sind aber 3 Gegner eingesperrt. Mhm. Die anderen müssen wir wahrscheinlich eventuell doch ausschalten. Eventuell also schon. Ich hoffe in deinem Interesse, weil ich weiß, dass deine Laune sonst in den Keller geht, dass wir beim nächsten Mal viele Leute abmurksen müssen. Weil wenn du nicht darauf kommst, weitere Schachten in das Holz deines Karabiners zu schnitzen, dann wirst du einfach unglücklich. Dann werde ich ganz, ganz furchtbar unleidlich, weißt du. Hoffen wir auf eine glückliche nächste Folge.